Die FIA Truck Racing Europameisterschaft macht Station in Belgien. Runde 6 in Zolder wird am Freitagnachmittag mit einem kleinen, aber feinen Ausflug auf den Marktplatz nach Heusden-Zolder eröffnet. Eine Menge los. Viel Aufmerksamkeit bei den Fans. Eine tolle Aktion mit den Racetrucks. Quasi Werbung in eigener Sache. Auf der traditionsreichen Rennstrecke rund 80 Kilometer östlich von Brüssel, der Hauptstadt Belgiens, wird das letzte Saisondrittel der Truck Racing Europameisterschaft eingeläutet. Bei gutem Spätsommerwetter war auch hier eine Menge los im Paddock, an und auch auf der Rennstrecke. Der Blick auf die Meisterschaftstabelle vor dem Wochenende zeigt Jochen Hahn, der absolut dominierende Fahrer, hat bereits 75 Punkte Vorsprung auf seinen schärfsten Verfolger Antonio Albacete. Von Platz 2 bis Platz 7 sind es nur 38 Zähler Unterschied. Da ist noch alles drin. Jochen Hahn in diesem Jahr in bestechender Form. 9 Siege bereits für ihn. Der fünfmalige Europameister ist auf dem besten Weg, seinen 6. Titel zu holen. Professionalität. Das Geheimnis bei Hahn Racing seit vielen Jahren. Erfolg ist kein Glück, das ist schon mal sicherlich klar. Wir haben uns dieses Jahr gut vorbereitet. Und das ist im Leben, das kann jeder bestätigen, wenn du mal einen Lauf hast, dann hast du einen Lauf. Und wenn es mal schlecht läuft, dann läuft es schlecht. So, und im Moment läuft es gut, ich bin gut motiviert, wir haben eine geile Stimmung im Team. Und das spüre ich dann auch, oder da gehe ich ins Rennen und bin gelassen. Dann bauen wir noch ein bisschen Renntrag und tun das noch ein bisschen optimieren. Und ich bin sogar der Meinung, dass ich mich auch als Fahrer noch richtig steigern kann und versuche da auch wirklich jede Sekunde zu nutzen und fahrerisch mich zu finden. Für Antonio Albacete steht die Absicherung von Rang 2 im Vordergrund, da jetzt am Ende der Saison langsam aber sicher das Budget ausgeht. Und das Highlight für ihn kommt ja noch, das Finalwochenende der ETRC im spanischen Jarama nahe Madrid. Ja, zwischen mir, Adam, Steffi und Norbi, da geht's sehr eng zu auf Position 2, 3 und 4. Mehr oder weniger geht's jetzt darum, den zweiten Platz zu halten. Ich meine, Jochen ist natürlich sehr stark, er hat schon viele Punkte Vorsprung und es ist ziemlich schwierig, ihn noch abzufangen. Also müssen wir uns auf den zweiten Platz konzentrieren. Und Adam Latzko, der denkt genauso. Jochen Hahn ist für ihn kein Thema mehr, der Tscheche hofft, dass der Fight zwischen ihm und Antonio Albacete sich noch bis zum Saisonfinale in Jarama hinziehen wird. Diese Saison ist die härteste, an die ich mich in meiner Karriere im Truck Racing erinnern kann. Denn jedes Wochenende geht es im Zeittraining und Rennen sehr, sehr eng zu. Meist sind es nur Zehntel, was es natürlich für uns total interessant macht und für die Zuschauer auch. It's very, very nice for fighting and I think it's also for spectators. Weitaus spannender geht's im Grammar Cup zu. Hier streiten zwei Rennfahrer um die Führung in der Gesamtwertung und um den Titel. Olly Janes, der Brite vom tschechischen Bugira-Team, und Luis Recuenco, der Spanier, Teil des Teams Trucksport Lutz Bernau. Beide Fahrer trennen vor dem Wochenende in Zolder gerade einmal 5 Zähler in der Gesamtwertung. Ja, das ist schon ganz cool. An jedem Rennwochenende führen wir im Grammar Cup. Es wird immer enger, aber wir hoffen, immer den Vorsprung ausbauen zu können. Wir wissen genau, wo der Truck gut geht und ich will gerne an die Leistung vom vergangenen Jahr hier in Zolder anknüpfen. For sure here from Zolder last year, I want to repeat of what we did last year.
Also das ist schon etwas schwierig. Er will natürlich die Führung und ich auch. Und Solda ist ein sehr anspruchsvoller Kurs. Ich muss also hier die Bremspunkte treffen und die Bremsbalance als auch das Setup des Trucks optimieren. Ich denke schon, dass ich bereit bin, dafür zu kämpfen. Samstagmittag, High Noon. Viele Zuschauer sind gekommen, wollen live dabei sein, wenn es zum ersten Mal heißt, it's race time. Schnellster in der Super Pole, Jochen Hahn, seine 9. in Folge, die 10. insgesamt, im 11. Versuch. Eine Wahnsinnsquote für den Mann aus Altensteig im Süden von Deutschland, der bei allem Erfolg und vor allem Dominanz die Gegner nach wie vor ernst nimmt. Der Antonio ist hier ein Fuchs und ist seine Lieblingsstrecke. Würde er zwar nie so sagen, weil er sagt ja Rama, aber hier ist Antonio, ich kämpfe ja mit ihm seit 20 Jahren. Und hier ist er seit 20 Jahren eigentlich immer ein Hauch besser wie ich. Dieses Mal aber nicht. Der Spanier, Mr. Zolder, sozusagen einen Hauch, 55.000stel Sekunden langsamer als sein Dauerrivale Jochen Hahn, steht auf Startplatz 2. Ja, das war sehr knapp heute. Jochen ist total stark dieses Jahr. Ich muss Adam hinter mir halten. Das ist entscheidend für die Meisterschaft. Ich werde meine Chancen suchen. Auf Jochen werde ich natürlich so viel Druck ausüben, wie ich kann. Und dann schauen wir mal, ob es gut funktioniert. Adam Latzko in seinem Bugera Freightliner auf Rang 3. Die Top 3 der Meisterschaft, also Inzolder auf den ersten drei Positionen, Latzko jedoch rund 13 Sekunden langsamer als Hahn und Albacete. Zeit, die Racetrucks endlich loszulassen. Der Start, wie immer fliegend, von 70 km/h wird hochbeschleunigt bis auf fast 160. Jochen Hahn, ausnahmsweise mal mit schlechtem Start, hat mit durchdrehenden Rädern hier zu kämpfen. Albacete nutzt seine Chance, zieht vorbei, übernimmt die Führung. Hahn nur Zweiter, Latzko Dritter. Wie an der berühmten Perlenschnur aufgereiht, geht's auf die Gegengerade. André Kosim auf der 4, dann Norbert Kiss, die 5 also auf Position 5. Dahinter René Reinhardt und Steffi Hall. Im Mittelfeld Gerangel vor und in der ersten der kleinen Schikane zwischen Janes und Jenkins, den beiden Briten. Janes behauptet sich hier, liegt auf der 9. Position im Rennen, während sein schärfster Konkurrent Luis Recuenco, der Spanier, nur auf Rang 15 geführt wird. Gleich kommt er ins Bild, der Spanier, im grün-weißen Truck mit der Startnummer 64. Sascha Lenz muss ganz früh an die Box. Elektronikprobleme mit einem Sensor zwingen ihn zur Aufgabe. 8 Runden tut sich wenig, dann steht der Franzose Orsini im schwarzen Truck zur Überrundung an. Albacete wird leicht behindert. Hahn kann aufschließen, wittert seine Chance und zieht auf Start und Ziel daneben. Um wenig später in der ersten Kurve innen den Vorteil zu haben, der Deutsche im Iveco-Truck übernimmt anfangs von Runde 9 die Führung. Zwei Runden später, diesmal an Bord bei Norbert Kiss, der auf Rang 5 fährt. Hinter ihm René Reinhardt und Steffi Halm, die sich ein beinhartes Duell liefern. Reinhardt sozusagen mit dem Messer zwischen den Zähnen. Ich war öfters mal neben ihm, natürlich nie auf gleicher Höhe. Er hat dann immer zugemacht und ich war da schon ein bisschen verärgert, auch über die Art und Weise. Und am Ende habe ich dann gedacht, okay, jetzt fahre ich vorbei, weil es hört sich einfacher an, als es ist. Aber er hat einen kleinen Fehler gemacht beim Rausbeschleunigen auf Start und Ziel. Ich konnte nach innen reingehen für die erste Kurve dann eben und habe mich dann dort nebenan gebremst. Und so sieht das Manöver aus, von dem Steffi Halm spricht, aufgenommen aus der Heckkamera von Norbert Kiss, der sich etwas absetzen konnte aufgrund des Fights der beiden Iveco-Piloten. Nach 12 Runden die Zielflagge. Erster Jochen Hahn feiert seinen 10. Sieg in Saisonrennen Nummer 21 vor Antonio Albacete und Adam Latzko. Groß die Freude bei Jochen Hahn. Da darf man in der Auslaufrunde auch schon mal
das Steuer kurz loslassen. Wenn man in etwa das gleiche Level hat und mal vorne ist, kann man normal die Pace machen. Ich habe nur gesehen, beginnt zu schwächeln auf der Bremse, ein bisschen im Turnin. Das ist so ein Zeichen, dass die Vortragsreifen abbauen. Und dann habe ich nochmal gepusht. Dann kam glücklicherweise für mich der Dominik Orsini im Weg. Er war an einer blöden Stelle für den Antonio, muss man ehrlich zugeben. Und da konnte ich dann aufschließen, konnte dann gut rausbeschleunigen und war dran. Und das war mein Glück. Faire Gratulation anschließend von Jochen Hahn bei Albacete, der Spanier, aber mega enttäuscht. It was a shame because ja, schade, wirklich schade. Wir hätten gewinnen können, aber naja, egal, Pech gehabt. Sind Sie sehr enttäuscht? Ja, das bin ich. Aber egal. Anyway, thank you. Thank you. Applaus für die drei Erstplatzierten des Rennens. Nummer 1 Hahn vor Albacete und Adam Latzko. Auf den weiteren Positionen Kosim, Kiss, Halm, Reinhardt. Zehnter wird Olly Janes. Und Luis Recuenco, der Spanier, auf der 13 zu finden, verliert wichtige Punkte im Kampf um die Grammer Cup-Krone. Prost, Jochen Hahn, der seinen Vorsprung in der ETHC-Gesamtwertung weiter ausbauen kann. Rennen 2 in Zolder sieht einen britischen Rennfahrer auf der Pole Position. Der einzige mit rechtsgelenktem Truck, Terry Gibbon. 8 Platzierte aus Lauf 1. Der hofft besser wegzukommen als in Most von der Pole vergangenes Mal. Ja, hoffentlich. Wir versuchen es etwas schneller und ich bin optimistisch, dass wir ein gutes Resultat einfahren können. Auf Startposition 2 René Reinhardt, der Mann im blauen Truck mit der Nummer 77, der ja schon 2 Reverse-Grid-Rennen in dieser Saison gewinnen konnte. Und auf Rang 3 Steffi Halm, die noch auf einen Sieg wartet und den direkt vor ihr stehenden Briten recht stark einschätzt. Terry startet erstmal von 1, er muss trotzdem erstmal überholt werden, auch wenn er vielleicht nicht ganz die Zeiten fahren kann, wie vielleicht die anderen, die von hinten kommen. Aber nichtsdestotrotz hat er es im ersten Rennen bewiesen, dass er auf dem 8. Platz, da war er direkt nach dem Start, ich habe ihn gesehen, dass er hinter mir war, das auch halten kann, die Position. Und von daher können wir gespannt sein, wie der Start verläuft und dann eben auch das Rennen. Das Startsignal von einem Teammitglied immer per Funk als Unterstützung ins Cockpit hineingeschrien, denn die grüne Ampel können meist nur die ersten sehen. Onboard am Heck von Albacete, links Janes, rechts Jenkins und dann kracht's. José Rodríguez, ebenfalls verwickelt, Kleinnagel fort. Der Niederländer muss durchs Kiesbett. Und Olly Janes ebenso, riesige Staubwolke, kaum noch was zu sehen. Und Jenkins macht sich im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Staub. Ich glaube, der erste Schlag kam von Jamie Anderson, wobei ich nicht weiß, ob er vorher schon einen Treffer bekam oder nicht. Das hat mich dann in Schlingern gebracht. Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Die Trucks, danach in langsamer Fahrt unterwegs, das Rennen abgebrochen, weil Fabio Cittignola, der junge Deutsche im Mercedes-Benz-Truck vom Team Tankpool 24, Ende Startziel im Kies steckt. Ich bin rutschend in die Staubwolke rein, habe die Umrisse von dem erkannt, habe versucht zu lenken, der Retschenko ist links vorbei, die 15 rechts und ich war in der Mitte gefangen und habe es noch geschafft, halb auszuweichen und ihn dann nur noch seitlich zu erwischen. Aber trotzdem hat es dann den Truck gelupft und die Lenkung ist dann kaputt gegangen. Bei Luis Recuenco wird ein Plattfuß festgestellt. Der Spanier deshalb in der Boxengasse zum Reifenwechsel, muss beim Neustart von dort losfahren. Start, Versuch Nummer 2, diesmal geht alles gut, runter Richtung Kurve 1. Die 16 Trucks kommen gut durch. Sascha Lenz mit der Startnummer 30 im gelben Truck am Ende des Feldes nach seinem Pech in Rennen 1. Und Luis Recuenco, der Spanier, natürlich ein wenig im Nachteil, darf hinterher starten. Terry Gibbon auch bei Versuch 2 wieder in Führung, kann sich ganz gut in Szene setzen. René Reinhardt auf Position 2, dann Norbert Kiss und Adam Latzko. Steffi Halm hat ihre gute dritte Position leider verloren. Als die Spitze gerade Runde 3 unter die Räder nimmt, rollt Orsini. Ende Startziel mit Motorproblemen aus. Erneut wird also das Rennen abgebrochen.
Und erst knapp eine Stunde nach Start Nummer 1 erfolgt Start Nummer 3. Das Rennen, nur noch 10 statt 12 Runden lang, wird mit den 2 Runden von Startversuch 2 addiert. Onboard bei Albacete, der Spanier zu diesem Zeitpunkt auf Rang 5 vor Latsko, Kursim und Hahn. Hahn hier dran an Latsko, die Top 3 der Meisterschaft, also schon wieder gemeinsam unterwegs. Runde 3, die ersten 8 ganz dicht zusammen. Reinhard Halm, Kiss, Albacete, dann Latsko, Hahn, Kursim und Lenz. Alle innerhalb von weniger als 4 Sekunden. Und bis Runde 5 bleibt alles so dicht zusammen wie hier. Dann habe ich gemerkt, dass Norbi anfangen muss, mit Antonio und den anderen zu kämpfen, wurde langsam. Und dann habe ich gedacht, jetzt gebe ich mir René ein bisschen Luft, damit wir wegkommen. Das hat dann auch sehr, sehr gut funktioniert. Und dann die letzten 2-3 Runden habe ich versucht, die Lücke wieder zuzufahren, was auch funktioniert hat. Aber ich habe dann eben keinen Weg an ihm vorbeigefunden. Er hat keinen Fehler gemacht. René Reinhardt gewinnt das verkürzte Rennen knapp vor Steffi Halm und vor Norbert Kiss. Dritter Erfolg für René Reinhardt, der damit hinter Jochen Hahn nach Siegen gerechnet der zweiterfolgreichste Fahrer in dieser Saison ist. Am Anfang war ich ein bisschen nervös oder aus dem Rhythmus raus, wahrscheinlich nicht gewöhnt, die lange Zeit im Auto zu sitzen, keine Ahnung. Und dann aber mittendrin habe ich mich dann zurechtgefunden, dann auch Rhythmus gefunden und war okay dann. Ja, Steffi war hinter mir und hat da ab und zu mal im Spiegel sehen lassen, aber war aber nicht so gefährlich, wie es aussah. Und auch das kombinierte Ergebnis weist René Reinhardt als Sieger aus. Steffi Halm auf Rang 2, Norbert Kiss als Dritter ebenfalls auf dem Podium. Also genau der Einlauf des 10-Runden-Rennens. Das Ergebnis nochmal zum Nachlesen. Olly Janes erneut auf Rang 10. Vergrößert weiter den Abstand auf Luis Recuenco, der sich schwer tut in Zolder und nur auf Position 14 ins Ziel kommt. An jedem ETRC-Wochenende übt die Rettungsstaffel an der Rennstrecke die Bergung eines verunglückten Truckpiloten. Wir haben mal genau hingeschaut bei Norbert Kiss. Eine mögliche Verletzung der Wirbelsäule im Rennsport nicht selten bedarf besonderer Vorsicht. Die Rettungsaktion wird deshalb immer wieder geübt und der Fahrer in diesem Fall ausnahmsweise mal passiv dabei, wenn bis zu 10 Sanitäter und Ärzte den Notfall proben. Mir wurde gesagt, ich soll mich bewusstlos stellen. Die anderen würden meine Hände und alles andere bewegen. Das ist ein echt komisches Gefühl. Und ich hoffe, das passiert niemandem wirklich. Der Sonntag in Zolder steht wieder ganz klar im Zeichen von Truck Racing. Jochen Hahn steht mal wieder auf der Pole, seine 11. Eine Zehntelsekunde dahinter auf Rang 2 Adam Latsko. Das Bugira-Team hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Setup etwas verändert, wie es scheint, zum Guten. Ja, die erste Kurve hier geht nach links. Es ist eigentlich gut für Jochen, aber dann kommen 2 Rechtskurven, was wiederum gut für mich ist. Könnte interessant werden, wenn wir Seite an Seite fahren. Auf Rang 3 Norbert Kiss hat am ersten Tag 16 Punkte geholt. Ein kleiner Wermutstropfen für ihn nach dem Nuller in Most. Rennen 3 startet mit wilden Attacken von René Reinhardt im blauen Truck, der im Qualifying nicht so gut zurechtkommt und hier wieder nur von Rang 8 losfahren kann. Gegengerade Runde 1 Jochen Hahn vor Latsko und Kiss. Der Meisterschaftszweite Antonio Albacete nur auf Position 6 hatte leichte Probleme mit seinen Stoßdämpfern im Qualifying. Deshalb für Mr. Zolder nur Startplatz 5 muss sich gar in der Anfangsphase des Rennens mit Rang 6 zufrieden geben. Knapp 15.000 Fans erleben wieder ein spannendes Rennen und in der Folge den Zweikampf zwischen Albacete und Kursim. Runde 8 im Streckenabschnitt Terlamenbocht. Der Spanier sieht hier seine Chance. Kursim macht zu. Albacete nimmt den Cornermarker mit. Kursim kürzt ab. Weiter Rang 5 und 6 für die beiden in Gelb und Rot. Spannend auch der Kampf um Rang 7 und 8 zwischen René Reinhardt und Sascha Lenz. Sozusagen die erste Startreihe für das zweite Rennen des Tages.
Lenz im gelben Truck will unbedingt vorbei mit vollem Risikoausgangs. Der Kurve 1 kommt zuerst rechts in den Kies, es versetzt den Truck nach links. Und auch da gibt's ein langes und tiefes Kiesbett. Simba gräbt sich ein aus der Traum von Meisterschaftspunkten. Ja, ich habe meine Chance gesehen, zu attackieren, habe schon auch versucht. Ende stand ein Ziel gerade, ist mir ein bisschen der Platz ausgegangen. Als ich das Auto wieder zurückholen wollte, habe ich absolut keinen Grip mehr gehabt und das Auto ist nur abgeflogen. War halt, ja, mit dem Auto. Das Auto war alleine unterwegs quasi. Ein Blick auf die Grammar Cup-Wertung. Ollie Janes erneut besser unterwegs als Rick Wenko, der Brite im Freightliner, mit einem souveränen Auftritt, während der Spanier aufgrund seiner schlechten Qualifying-Performance kaum ein Vorbeikommen an der Konkurrenz findet. Jochen Hahn feiert Sieg Nummer 11, hat sogar Orsini, den Franzosen, überrundet. Die Verfolger Latsko, Kiss, Halm, Kursim und Albacete mehr als 8 Sekunden zurück. Die Damen Hahn und Latsko, die Herren Latsko und Hahn, alle zufrieden nach einem erneuten Podiumsplatz. Und für das tschechische Bugira-Team eine ganz besondere Trophäe, wie sich wenig später rausstellte. Der Applaus verdient insbesondere Adam Latsko, konnte sich richtig freuen über Platz 2. Das ist ein ganz wichtiger Pokal für uns, der 1000. in der Geschichte von Bugira. Wir haben da einen Experten, der die Statistiken führt. In Most wäre es ja schon fast soweit gewesen, wenn der Sonntag nicht abgesagt worden wäre. Naja, so mussten wir jetzt bis Zolder warten. Rennergebnis 3 im Überblick. Jamie Anderson auf der 8. Darf also in Rennen 4 von der Pole Position starten. Auf der 10, genau, Ollie Janes, sein Stammplatz quasi erneut besser platziert als Rick Wenko und vergrößert den Vorsprung in der Grammar Cup-Wertung. Rennen Nummer 4 und ganz vorne steht der Ford F-Max, der Official Truck der ETRC. Während Jamie Anderson, naja, ganz vorne auf der Pole Position für das abschließende Rennen steht. Neben ihm Reinhardt und in Reihe 2 wird nochmal für den nötigen Durchblick gesorgt. Albacete neben Kursim. Zum letzten Mal heißt es startfrei für die Giganten des Motorsports. Anderson im weißen Truck mit der Startnummer 7 behauptet zunächst die Führung, während Albacete, bei dem wir onboard mitfahren, und Kursim innen an René Reinhardt vorbeiziehen können. Anfahrt auf die erste Schikane in Zolder. Kiss auf der 5 hat Steffi Halm hinter sich. Von 160 wird runtergebremst auf 80. Nicht immer ganz leicht für die Truckfahrer, wie am Beispiel Steffi Halm deutlich zu sehen war. Onboard bei Adam Latsko. Runde 1 hinter Kiss auf Rang 6. Anbremsen der Bolderberg Haarsfeld Bocht. Und unvermittelt rauscht der Tscheche ins Heck des Ungarn. But I'm happy. Naja, ich bin ganz froh, dass es dort passiert ist, weil da war die Auslaufzone groß genug, um den Truck noch gut abfangen zu können. Exit and rescue all truck. It was quite a big hit, but das war schon ein harter Schlag, aber diese technischen Probleme passieren. Da geht schon mal eine Bremsscheibe kaputt und das ist Adam halt passiert. Naja, so war's halt. Ein bitteres Ende des Wochenendes für Adam Latsko, der nach dem Jubiläumssieg für das Bugira-Team dieses Mal ohne Trophäe bleibt. Doppelt bitter, weil Konkurrent Antonio Albacete in Runde 5 hier am führenden Briten Jamie Anderson vorbeigehen kann. André Kosim ergreift ebenfalls die Chance und wenig später gehen auch die anderen 4 Verfolger an Anderson vorbei, der innerhalb von 800 Metern von 1 auf 7 zurückfällt. Albacete holt sich den Sieg, seinen zweiten der Saison, mit mehr als 5 Sekunden Vorsprung vor Kursim und Reinhardt. Riesige Freude beim Team Don't Touch Racing über Rang 2. Die Berliner Truppe damit super zufrieden. Ja! Und auch für Antonio Albacete war es dann doch noch ein versöhnlicher Abschluss auf seiner Lieblingsrennstrecke. Ollie Janes dieses Mal nur 11. Während Hauptkonkurrent Rick Wenko, der Teamkollege von Antonio Albacete, sogar einen Ausfall beklagen muss. Now
Naja, jetzt war es echt gut. Wir sind Erster. Wichtige Punkte für die Meisterschaft. Ja, ich bin echt glücklich. Der Spanier auf dem Podium, eingerahmt von den beiden Deutschen André Kursim und René Reinhardt. Und in der Gesamtwertung baut Jochen Hahn seinen Vorsprung auf jetzt 85 Punkte aus und hat schon beim vorletzten Rennwochenende die Chance, den Titel vorzeitig zu gewinnen. Trotz seines riesigen Punktevorsprungs, manchmal braucht man auch das Glück des Tüchtigen. In Rennen 4 hätte den Meisterschaftsführenden fast ein Crash mit Ollie Janes aus dem Rennen gerissen, aber Hahn hatte das Glück auf seiner Seite, nur ein schleichender Plattfuß. Wo wäre ich gewesen, wenn das nicht gewesen wäre? Wahrscheinlich hätte ich mich rausgehalten, ich hätte versucht, mit allem Respekt alle zu behandeln, wäre ich vielleicht Sechster, Fünfter. Also habe ich 2, 3 Punkte verloren und von dem her kann man da mit einem lachenden Auge drüber wegschauen. Auto ist nichts kaputt gegangen, außer die Felge. Alcoa regelt das wieder und dann kommt eine neue Rennen und der Kittel ist geflickt. Und dann gehen wir noch nicht mehr. Ja, wir auch. Danke. Bitte. Also genau dahin, wo Jochen Hahn im vergangenen Jahr seinen 5. EM-Titel feiern durfte. Wenn das mal kein gutes Omen ist.